Ah, der ist schon gut. Alter Schwede, okay, ja, also der, diese 17 Kills in einem Ding, das war schon, alter Schwede, Wahnsinn, ey. Ich folge mal dir. Boah. Ich würde ja gerne mal Turtles Kill kaufen, das würde ich mir schon mal gerne angucken, ne? Aber da müssen wir Kill kaufen, wenn wir ein bisschen am Wochenende ein bisschen früher aus dem Bett rausschmeißen, sonst wird das nichts, glaube ich. Ich glaube, die Jungen haben auch eine ganz andere Reaktionszeit als wir. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, da hast du recht. Da gibt's nichts. Ja, genau. Da kommt man nicht drum rum. Wir müssen das halt durch Planen und Strategie ausgleichen. Leider habe ich das beides auch nicht, weißt du? Oder Ja, stimmt. noch schlimmer, Geduld. Geduld ist auch so eine Superpower, die ich nicht habe. Ich bin zumindest im Tanzen und im Looten schon ganz gut. Ja, okay, ja, das Tanzen, ja, genau. Ja, das Looten ist ja auch so eine Wissenschaft, ne? Da gibt es ja auch diverse Tricks, die man da verwenden kann. Zum Beispiel, ich glaube, Rechtsklick und dann alles rüberziehen. Machst du das so? Oh, teilweise. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben, weil da habe ich auch noch Defizite. Okay, aber genug geflaxt. Jetzt gucken wir erstmal, ob hier jemand ist. Wir sind allein hier, ne? Ja. Ja, einer kreiselt da im Norden. Und einer kommt von hinten jetzt noch nach. Ah, ja, ich sehe es, ja. Ich habe mir gestern zum ersten Mal so einen Livestream von Average Sniper angeschaut. Der Typ ist echt sympathisch, muss ich sagen. Oh, kenne ich gar nicht. Also ein amerikanischer Zocker. Der hat sich sogar die Mühe gemacht, mir zu antworten im Chat, als ich ihm mal irgendwas gefragt habe. Da waren allerdings schon 120 Leute zusätzlich, haben zugeschaut, also das war schon bemerkenswert, ja. Das ist der Typ, der irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 40 Kilo sich wegtrainiert hat. Okay. Ja, cool. Also definitiv. Ziemlich, ziemlich cooler Typ, ja. Und ganz am Anfang, als ich noch PUBG-Anfänger war, habe ich mal mit Amber gespielt, so einer Dame aus dem Bad Boys Clan. Und das ist halt auch krass. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, sie hat Tier 4, Level 200. keine Ahnung, wie ich an die ran geraten bin. Ja, das war auf jeden Fall auch episch. Ich frage mich, wie viel so Leute spielen. Ich fragte sie, ja, das ist hart. Also, das ist wirklich keine Ahnung, Mann. Wahnsinn. Oder auch Dings, ne? Aber wie gesagt, nochmal Turtles ist auch echt krass. Also, wie der abgegangen ist. War der auf uns? Das war dieser eine einsame Dude, oder? Wie war denn das? Kann das sein? Ja. Das sind zwei Push. so einzelne. Ich Zwei andere irgendwo. push mal da drauf zu und guck mal. Ich sehe ihn nicht. Sehen auch nicht. Das nicht unbedingt heißt, dass er uns nicht auch sieht. Auch nicht sieht. Wenn das Fatale bei der Geschichte. Vor allen Dingen auf wen oder was hat er geschossen? Der auf mich hat er nicht geschossen. Mich auch nicht. Zumindest ist nicht getroffen. Der hat einfach vor Freude mal in die Luft geschossen, wie so. Ich glaube fast, das war ein Bot. Das kann sein, ja. Schießen und da verstecken. Ja, das ist auch immer so episch, wenn die dann hinter die Bäume laufen. Und, Und dann immer so im Zickzack wieder raus, rein, raus, rein, raus, rein. Oder noch schlimmer, wenn sie durch die Bäume auf dich schießen und du siehst sie dann.
Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bots sich schon für wegen Wallhacks gemeldet haben. Ich würde es interessant finden, mal einen lernfähigen Bot zu machen. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Also die Bots sind so strohblöd einfach. Und wenn ich mir überlege, Unreal Tournament 2000, wie hieß das alte Unreal Tournament 2004? Da waren die Bots wirklich furchteinflößend. Die haben dich einfach weggemacht. Und es wird auch viel besser gehen mit den Bots, aber das ist absichtlich nicht so gut, glaube ich, dass die Spieler nicht angepisst sind, weil sie von Bots umgebracht werden. Ja, das ist ja gut, aber ich meine, du könntest ja theoretisch, und das habe ich ja schon ein paar Mal, da habe ich schon ein paar Mal drüber philosophiert, du könntest ja zumindest so machen, dass du die Lobby vollschmeißt mit Leuten, die gleich gut sind, halbwegs. Und dann entsprechend gute Bots reinhaust. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann würden die sich nicht zu Tode langweilen. Aber ja. Da wird sich bestimmt irgend so ein hochbezahlter PUBG-Entwickler schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir gerade auf eine brandneue Idee gekommen, kann auch sein. Ich glaube, die haben Probleme, dass sie den Server voll bekommen. Ja, das kann sein. Ja. Ja, ich nicht verstehe, weil ich seh viele Leute das Game zocken, oder bin ich da in meiner Blase unterwegs und sehe es nur deswegen, krieg's nur deswegen mit. Ich glaube, die nicht nach einem halben Jahr oder so wieder aufhören, die zocken dann auch wirklich viel. Ja. Ja, über das halbe Jahr bin ich jetzt schon hinweg, ne? Also ich bin jetzt quasi ein offizieller Suchtdiener. Ja, ich würde sagen, wir sind beide weder Anfänger noch Profis. Mehr mit der Tendenz zum Anfänger bei mir ist einfach Fakt, ja. Ist einfach Fakt. Aber ich bin einfach zu alt für sowas, heißt es einfach so. Frag mich echt, wo dieser Dude ist. Ich suche den die ganze Zeit, ja. Ich sehe ihn nicht. Muss hier drüben irgendwo sein. Ich bin da übrigens ganz gern zum Looten bei dem Containerhafen. Das geht super schnell, wenn man längst die Türen aufmachen muss und Häuser wechseln und so. Ja, ne, das stimmt, ja. Muss wieder meinem Image als Wander... Wie heißt es? Reiseapotheke gerecht werden? Ich hab selber genug. Ich hör's hier irgendwo, keine Ahnung. Aber ich sehe niemanden. Oder ist es auf der anderen Seite vom Berg? Ach, guck dir das an. Oben auf dem Berg läuft einer rum. Roter Marker. Ist aber ein Bot, oder? Ja. Schon, ne? Das wäre jetzt ultra lustig gewesen, wenn ich dachte, du hast den Schrotflinten-Hit gemacht. Ja, lol. Sehe ich nicht mehr. Ah, da ist er. Ja, kreucht da oben. Dass du der Kugel hinterher schauen kannst beim Fliegen, wenn du den Abzug hältst, das wusstest du bei der Bolt Action. Ist auch gerade auf die Distanzen. Oh, 432 Meter, war schon ordentlich. Ja, das ist schon gut. War schon ein Stück, ey. Mein Rekord sind ein bisschen über 500 Meter, 550. Ja, ich habe irgendwann mal, als ich ganz neu in dem Game war, mit der VSS auf solche Entfernungen geschossen. Und das war ja, also, ich dachte dann, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass die Kugel eine halbe Stunde braucht, bis da ist. Ich dachte, Sniper sind in dem kompletten Game voll nutzlos, bis ich gecheckt habe, dass ich da Unterschallmunition verschieße. Wollen wir den Buggy nehmen und losfahren? Ja, der weite Kill bei mir war von dem kleinen Fairy Pier auf die Military Island.
Ja, okay. Da kann man super Boots abfangen, wenn die dann alle rüberschwimmen. Ja, stimmt, stimmt, ja. Wobei, du triffst im Wasser, finde ich, trifft man die echt ultra schlecht. Ich versuche mal auf den Berg hochzufahren. Weil High Ground und so, High Ground ist immer ziemlich praktisch. Wir müssen aufpassen da. Da oben ist noch einer. Wir bleiben mal hier. Oh, da spürt's was. Ach, die Ork. Da hat er eine Präferenz, alles klar. Da unten geht's noch ab. Keine Ahnung. Ja, wir gehen mal hoch. Oh nee, wir müssen weiter. Wir müssen so wieder vom Berg runter. Wollen wir laufen oder wollen wir Auto fahren? Ja, können wir laufen. Ja, ja, lass uns laufen. Der schießt auch schon seit einer halben Stunde, der Typ. Dieser Sniper da. Manchmal spielen die Bots wie so Decoy-Granaten. Oh, Pugus Feng hat jetzt endlich seinen Kill gemacht. Jetzt hat er aufgehört zu schießen. Halbe Stunde später. Und 50 Schuss Bolt Action später. Der muss hier irgendwo gewesen sein, keine Ahnung. Oh! Jetzt fängt er wieder an. Der ging auf mich. Der ist hinter dem Baum rot. Ah, sehen. Ja, das war er. The Dude. Das war unsere Decoy-Granate. Aber der war allein. Der war allein. Ah, den K98 schon ein cooles Teil, muss ich sagen. Lass es jetzt mal. Da vorne ist ein Buggy. Wollen wir einen Buggy nehmen? Das so offen. Ja. Oh, 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 oh. Okay, irgendwas schießt auf uns. Hört sich bottig an, muss aber nicht unbedingt bottig sein. Ah. Ja, doch, das ist schon Bot, oder? Ist gut möglich, dass er halt in einem Baum hockt und dann fragst du dich eher, wo kommen die Schüsse her? Boah, krass. Direkt von meiner Nase eingeschlagen, das Ding, ey. Ich hab's gesehen. Da oben ist er. Da unten ist auch einer. Da oben bei der Tür. Okay, ah ja, ich seh's. Lol, knock. Und oh mein Gott, und es war ein Player. Oh, geil. Wir haben noch gerätselt aufs Botzing. Das ist natürlich nicht. Das ist natürlich. Jetzt heilen sie sich gegenseitig. Ja, dann sollten wir Stellungswechsel machen. Ja, das. Genau. Ja, lass mal verkrümeln hier. Ach, guck dir das an, da steht ein Motorrad und ein Auto. Aber keine Dude. Ja, ja. Oder sollen wir weiterfahren? Nee, fahr weiter. Ach so, nee, weiterfahren.
Oh, jetzt sind sie böse auf uns. Jetzt sind sie böse auf uns. Aber die müssen uns ja jetzt eigentlich hinterherkommen. Die können wir jetzt eigentlich schön. Die können wir jetzt schön in die Bredouille bringen, die zwei. Aber gute Position suchen. Oh, das ist eine gute Position. Auto, Auto. Die, weißt du, was die machen? Die suchen das, die Crate. B90, magst du? Ja, ja, ich nehme sie. Die haben die Crate gesucht, haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nicht gesucht. Die sind dann frustriert nach unten. Das Ding fährt nach oben. Ja, okay, du hast recht, lass verziehen, ja. Das wäre für uns ziemlich hässlich geworden. Oh, geil. Und noch ein Flugzeug. Da vorne ist er noch, direkt vor uns. Vielleicht ist noch irgendwo einer. Ich hasse es immer, wenn man dann. Man weiß, sie sind da, aber man sieht sie nicht mehr. Wo ist denn das? Ah, die Crate kommt auch bei uns runter hier. Oh, wenn ich jetzt der Kill kaufen wäre, könnte ich da auf das Dach springen. Das wäre halt das Dach. Oh, überall liegen Dings rum. Kisten, ah, das sind aber Bordkisten. Ja. Wenn ich jetzt der Killkarpfen wäre, könnte ich da auf das Dach springen. Ja. Gott, hier muss es voll abgegangen sein. Überall liegen Kisten. Ich sehe, das ist die vierte Kiste jetzt hier. Ja, genau. Da sind teilweise auch Kisten dabei, da ist nichts drin. Das war der Drop. Der Drop des Todes. Boah, da geht's ziemlich zu. Ja, es sind aber, glaube ich, das hört sich auch ziemlich nach Bord an. Wann ist die Crate runtergekommen? Die müssen wir mal im Auge behalten. Ich sehe sie allerdings nicht, leider. Ja, man müsste wirklich aufs Dach irgendwie. Wie kommt man aufs Dach? Man kommt von da nicht aufs Dach, ne? Ja, vielleicht. Ne. Also, ja, ich habe es auch schon ein paar Mal probiert. Ich habe es auch nicht geschafft. Wir müssen mal den Kill kaufen und fragen, ob man da aufs Dach. Ich hab mal gesehen, wie wer die obere Hälfte von der Tür weggeschossen hat und über die Tür. Ah, aufgeht. Das stimmt, ja. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, die Crate da drüben ist immer noch unberührt. Ja, noch haben wir ein Auto. Ja, hopp, lass. Sollen wir da hin? Können wir ruhig, ja. Aber wir probieren es, wenn wir drauf gehen, dann ist es halt so. Let's go! Ja, das waren so unsere Buddies von vorhin. Ja. Team 1. Müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen mit dem Looten. Ja, Magen, ja, das ist gut. Gleich wieder rein dann. Magst du die Mark 14? Ich hab kaum nee. 7 Monate. Nee, ich. Obwohl, ja, dann nehme ich sie. Ja, dann nehme ich die. Wo ist sie? Falsche Waffe ausgedacht. Ey, wir müssen los. Rein ist.
Shit, wir schaffen es nicht mehr wieder zurück. Das war eine harte, knappe Nummer gerade bei mir. Ich muss mich irgendwo heilen. Ich muss mich irgendwo heilen und zwar ASAP. Hinter dem Baum. Hinter dem Stein. Battle Ready Kit wäre jetzt geil. Holy moly, jetzt wäre ich fast gestorben, ey. Kommt das von hinten? Ja. Da vorne ist er. Hinter dem. Ah, ich sehe es, ja. Ja, ist aber ein Bot. Der von links, allerdings nicht. Gegner. Roter Marker. Typ mit der Sniper. Sehe nicht mehr. Sehe nicht mehr. Hinter dem Baum war er. Ist der Bot bei Gelb tot? Ja, den hat er sich geschnappt. Sollen wir rüberfahren? Ich würde fast da ein bisschen bleiben. Ich habe Angst hier, es gefällt mir überhaupt nicht. Aber der Kasper trifft ja nichts, ne? Was nichts heißt, dass, also ich treffe auch nichts. Der ist hier links im Gras. Er muss direkt vor uns im Gras liegen irgendwo. Ja, hinterm Baum ist er noch. Er ist noch hinterm Baum, okay, alles klar. Soll ich pushen? Ich push und ja, ich mache jetzt weiter Winklauf. Oh Gott, wie wir uns angestellt haben. Ich hatte den falschen. Ich hatte den falschen Zoom an der P90 an. Oh Gott! Ultra schlecht. Das dürfen Turtles und Killkarpfen und die ganzen Profis dürfen das nicht sehen, hey, um Gottes Willen. Oh, ja, egal. Das hat nicht gut funktioniert. Boah, ich hatte den falschen Zoom an der P90, ich hatte den großen Zoom dran. Oh, das war dumm. Aber ich wäre sowieso fast in der Zone gestorben, also das war ja sogar noch, oh Gott.